Du spazierst am Flussufer entlang. Bis auf das friedliche Plätschern des Wassers ist alles ruhig. Die heiße Sonne Georgias brennt dir im Nacken. Und dann siehst du etwas Seltsames auf dem Boden. Sieht aus wie eine schwarze Münze mit einem seltsamen Muster drauf. Vielleicht antik? Du bückst dich, um sie dir genauer anzuschauen. Das ist doch eine Münze oder vielleicht ein altes Siegel. Das Ding stammt wahrscheinlich von einer längst vergangenen Zivilisation. Es ist bestimmt einiges wert und könnte dich reich machen. Du gehst in die Hocke, um deinen Schatz aufzuheben. Aber als deine Finger das Ding berühren, ziehst du schnell deine Hand zurück. Es ist haarig. Du willst es aufheben. Du gräbst mit deinen Fingern den Dreck drumherum weg, damit du es aus dem Boden ziehen kannst. Warte, es bewegt sich. Dein Herz springt dir in die Kehle. Es klopft so stark, dass du den Herzschlag im Kopf spürst. Dein Entsetzen wächst, als sich die vermeintliche Münze wackelnd vom Boden erhebt. Das ist kein antiker Schatz, das ist eine riesige Spinne. Eine Zyklokosmia, um genau zu sein. Diese harte, münzähnliche Wucherung auf dem Rücken ihres Körpers ist ein Schutzschild. Dieser achtbeinige Schreck gräbt sich in den Boden und verstopft das Loch wie mit einem Korken, damit hungrige Feinde nicht an sie rankommen oder verpeilte Menschen wie du. Die Spinne ist zwar giftig, aber ihr Biss ist für uns Menschen nicht gefährlich. Du Glückspilz. Ich habe aber nicht gesagt, dass er nicht wehtut. Also halte dich lieber von diesen großen, zangenartigen Zähnen fern. Autsch. Tja, so viel zu deinem Reichtum. Vielleicht hast du mehr Glück auf der mexikanischen Halbinsel Baja California. Du wanderst über den ausgetrockneten Boden, als du einen langen weißen Streifen vor dir siehst. Du gehst näher ran. Sieht aus wie ein super langer Wurm, denkst du dir. Aber er bewegt sich nicht wie ein Wurm. Da sind noch Arme dran und ein Kopf. Diese blasse Kreatur mit schwarzen Knopfaugen ist eine mexikanische fünfgliedrige Handwühle. Sie lebt in der Erde, wo sie Insekten und Termiten zum Futtern findet. Und sie kommt nur selten raus. Du hast also großes Glück, dieses bizarre Reptil zu sehen. Jetzt bist du im Regenwald im Nordosten Australiens. Vor dir, halb versteckt zwischen den Bäumen, siehst du etwas Großes, Rundes. Dieses mysteriöse Ding liegt auf dem Boden und ist mit schwarzen Haaren bedeckt. Sieht aus wie ein Bär, der sich zum Schlafen zusammengerollt hat. Aber das kann eigentlich nicht sein. Es gibt keine Bären in Down Under. Du gehst näher ran. Ein Zweig knackt unter deinem Fuß. Das Ding hört das und springt auf die Beine. Es dreht sich zu dir um und du erkennst, dass es ein bizarr aussehender, aber wunderschöner Vogel ist. Die schwarzen, langen, feinen Federn sehen aus wie dickes Fell. Dieser imposante Vogel hat einen leuchtend blauen Kopf mit einem großen Horn drauf. Ist das eine Trompete? Nein. Er steht auf zwei kräftigen Beinen mit dolchartigen Klauen an den Füßen, die so lang sind wie deine Hand. Wenn du dir die Federn wegdenkst, dann könnte da auch ein Velociraptor stehen. Aber in Wirklichkeit ist es ein Kasuar, der gefährlichste Vogel der Welt. Wenn er wollte, könnte er einfach über deinen Kopf springen. Auf jeden Fall hoch genug, um dir gegen die Brust zu treten. Und seine Tritte sind stark genug, um dir die Knochen zu brechen. Ganz zu schweigen von seinen Klauen, die alles wie Butter durchschneiden. Dieser Vogel lebt, um zu jagen und nicht um gejagt zu werden. Denk nicht mal dran, wegzulaufen. Außer natürlich, du kannst auch mit über 50 km/h sprinten. Da drüben in den See zu springen, wird dich auch nicht retten. Dieser Vogel ist auch ein hervorragender Schwimmer. Zieh dich am besten langsam zurück und hoffe, dass er keinen Gefallen an dir findet. Ein anderes Tierchen, das dich warnt, nicht immer gleich alles anzufassen, ist die Panda-Ameise. Warum sie im Volksmund so genannt wird, ist offensichtlich. Sie ist schwarz-weiß und pelzig wie der bambusknabbernde Bär. Dieses kleine pelzige Tierchen lebt in den Wäldern Chiles. Nein, fass diese flauschige kleine Ameise nicht an. Was du hier siehst, ist nämlich gar keine Ameise. Es ist eine Wespenart. Die schwarz-weiße Färbung dient nur einem Zweck. Sie soll andere vor ihrem kräftigen Stich warnen. Und wenn du davon nicht abgeschreckt wirst, dann vielleicht von dem quietschenden Laut, den die Wespe von sich gibt. Der klingt niedlich, aber bedeutet auch, dass ein schmerzhafter Stachel im Anmarsch ist.
Diese Insekten sind Einzelgänger. Sie leben also nicht in Kolonien und bauen auch keine Nester. Außerdem sind sie Parasiten. Die Panda-Ameisenweibchen legen ihre Eier neben den Larven eines anderen Insekts ab und ihre geschlüpften Babys futtern dann die anderen Larven auf. Du hast bestimmt schon mal ein Insekt gesehen, das wie Zweige mit Blättern aussieht. Und was ist mit dem Insekt, das wie eine wunderschöne Orchidee aussieht? Wenn du eine schöne Blume im Wald oder auf einer grünen Wiese zwischen anderen Pflanzen siehst, dann pass auf, dass es auch wirklich eine Blume ist, an der du schnupperst. Du könntest nämlich auch Gefahr laufen, von einer Gottesanbeterin in die Nase gebissen zu werden. Die Gottesanbeterin ist inmitten der Blumen kaum zu erkennen. Sie hat eine weiß-rosa Färbung an Beinen und Krallen, die wie kleine Blütenblätter aussehen. Die Ähnlichkeit mit einer Pflanze hilft ihr, sich vor Fressfeinden zu verstecken und auch um Insekten zu jagen, die sie für eine Blume halten. Ein Schmetterling oder eine Biene fliegt auf die Blume zu, wenn sich eines der Blütenblätter leicht im Wind bewegt. Die ahnungslose Mahlzeit denkt, der Wind weht durch die Blüte, aber dann verwandelt sich das Blütenblatt in eine scharfe Klaue, die das Insekt plötzlich packt. Oh Mann, das Abendessen ist angerichtet. Jetzt stell dir vor, du bist im Dschungel von Costa Rica. Du siehst eine braune Schlange, die auf einem Ast vor deinem Gesicht sitzt. Die Schlange sieht aus, als würde sie gleich zuschnappen. Du willst instinktiv weglaufen, aber dann fällt dir auf, dass sie ziemlich klein ist. Und sie schnappt auch nicht nach dir. Du wartest, aber die Schlange starrt dich nur an. Sie zischt nicht mal. Und sie wird dich auch nicht beißen, denn das ist keine Schlange, sondern eine Raupe. Die Schwärmerraupe kann die Form ihres Körpers verändern, um wie eine bedrohliche Schlange auszusehen und hungrige Feinde abzuschrecken. Die Färbung und das Muster auf der Haut imitieren Schuppen und Augen einer Schlange. Diese Raupe weiß auch, wie man sich wie ein Reptil bewegt. Sie ist eine Meisterin der Verkleidung. Verlassen wir den heißen Dschungel und begeben uns nach Mitteleuropa. Du bist auf einer sonnigen, grünen Wiese. Rundherum blüht alles. Vögel zwitschern und Bienen summen. Aber unter den Bienen sind Insekten, die nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Du wirst die Imposter kaum erkennen können. Aber wenn du ganz genau hinsiehst, siehst du eine Goldwespe durch die Luft schwirren. Sie sieht ein bisschen aus wie eine Hummel, ist aber ihr größter Feind. Die Goldwespe schleicht sich in Bienennester und legt dort ihre Eier ab. Ihre Larven schlüpfen und ernähren sich von den Bienen und dem Blütennektar. Dank der gelb-schwarzen Färbung bleibt der Eindringling lange Zeit unentdeckt. Die Tarnung schreckt auch Feinde ab. Niemand würde dieser Fliege etwas zuleide tun, weil man Angst hat, gestochen zu werden. Der nächste Stopp deiner Reise ist der Regenwald im Süden Thailands. Sei jetzt aber besonders vorsichtig und pass auf, wo du hintrittst. Nicht, weil das nächste Tier giftig ist oder beißt, sondern weil du es aus Versehen zertreten könntest. Die Blätter der Bäume sind abgefallen und haben sich graubraun gefärbt. Zwischen dem Laub ist der Zipfelkrötenfrosch nur schwer zu erkennen. Seine Körperform, seine Färbung und vor allem die spitzen Wucherungen über seinen Augen sind die perfekte Tarnung für diese Amphibie. Dieser Frosch sitzt stundenlang an einem Ort und wartet auf seine nächste Mahlzeit. Ist sie nah genug rangekommen, schnappt er einfach zu. Jetzt bist du in einem Garten. Du siehst eine schöne leuchtende Blume und einen kleinen Vogel, der in ihrer Nähe schwebt. Der Vogel schlägt so schnell mit seinen Flügeln, dass du sie kaum sehen kannst. Und wegen des langen, nadelartigen Schnabels vermutest du, dass es sich um einen Kolibri handelt. Aber als du näher kommst, siehst du, dass es kein Vogel ist, sondern ein Insekt. Zum Glück ist das Taubenschwänzchen nicht giftig und sticht nicht. Es ist ein hübsches, kleines Geschöpf, das den Garten mit seiner Anwesenheit schmückt. Viele Menschen bauen sogar extra nektarreiche Pflanzen an, um diesen Schmetterling anzulocken. Hey, das ist doch mal eine schöne Idee.